Ich heiße Gudrun Berner. Ich lade Sie ein, mich ein Stück auf dem Weg in das Reich meiner Inspiration und meiner Fantasie zu begleiten. Die Frage, was mich bewegt hat, künstlerisch tätig zu sein, ist leicht beantwortet. Der Drang, Dinge zu gestalten, zu fabulieren, zu fantasieren, wurde mir in die Wiege gelegt und zeigte sich schon im Kindesalter. 2 Jahrzehnte arbeitete ich als Musterzeichnerin im Textilbereich. Dann ermöglichte mir das Studium Malerei, Grafik und Schnitzen-Holzgestaltung ab 1986 den Schritt in die freischaffende Tätigkeit. Themen, die mir als Gestaltungsgrundlage dienen, sind zum Beispiel, was mich bewegt, was mich reizt, was mich fasziniert, was mir und anderen Menschen Freude bereitet. Was mich bewegt. Ereignisse, die mich beschäftigen, empören, erschüttern. Zum Beispiel im Bild Ikarus oder vergebliches Bemühen. Menschen mit Existenzängsten, die sich zum 6. Mal vergeblich um eine Arbeitsstelle bemühten. Und Menschen, die jeglicher Lebensgrundlage beraubt werden, die starten, davonfliegen möchten und doch in ihrem Umfeld gefesselt sind. Minderheiten, die keine Chance gegen die Mächtigen des Geldes haben. Das Gerücht Mobbing, Verleumdung, aktueller denn je. Vision, in ihr kann man die Antwort selbst finden. Baumriesen, alte Eiche. Die geistige Auseinandersetzung mit der eingangs erwähnten Problematik lässt mich nicht los. Bis der Zeitpunkt gekommen ist, wo die Gedankengespinste zum Leben erweckt und auf Papier gebracht werden wollen. Was mich reizt, menschliche Schwächen und Eigenschaften humorvoll zu gestalten. Zum Beispiel die schrägen Vögel. Wem sind solche Typen noch nicht begegnet? Da wäre der möchtegern Kardinalsgocke. Ein ewiger Richtigtuer, der viel verredet und nichts zu sagen hat. Oder der doppelköpfige Schlangenhalsspäher. Der Firma Horch und Guck, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen zu schaden und sie ins Unglück zu stürzen. Und da gibt es noch den Grünschnabel-Schilfrohrpfeifer, ein Besserwisser und Alleskönner. Der Pechvogel, Flügel verbrannt, Kamm geschwollen, grün geärgert. Oder die bunten Hunde, die sich mit den skurrilsten Attributen alle möglichen Körperteile ge- und verunstalten. Thank you.
was mich fasziniert, am meisten interessiert die Natur. Und da vor allem alte Baumriesen und Felsformationen. Die Natur ist mein Musentempel, die Fantasie mein Reiseführer. Sie nimmt mich an der Hand und wir wandern, flanieren, spazieren und schweben durch eine fantastische, geheimnisvolle Welt der Träume, Geister, Trolle, Kathedralen der Natur. Von ihr geht ein unerschöpflicher Quell geheimnisvoller, mystischer, rätselhafter Wunder aus. Das größte Wunder für mich sind die Bäume. In ihrer unübersehbaren Vielgestaltigkeit, ihrem Formenreichtum und ihrer unbändigen Kraft, den Naturgewalten zu trotzen. Ihrem Lebenswillen, ihrem Kampfgeist, der aus gefallenen Riesen immer wieder neues Leben sprießen lässt. Ihre über Jahrhunderte eingegrabenen Lebenslinien. Bäume gewähren unzähligen Lebewesen Schutzraum. Sie sind Reiniger unserer verpesteten Luft, schützen uns mit ihrem Blätterdach, das sie über uns ausbreiten, von sengenden Sonnenstrahlen und Regenschauern. Unter ihnen finden wir Ruhe und Entspannung. In Bäumen erkennt man Kathedralen, Baumwerke, die für die Ewigkeit gedacht sind, ewige Bauwerke. Das Thema beschäftigt mich schon längere Zeit und wird es weiterhin tun. Was ich außerdem mit Vergnügen gestalte, sind Fundstücke, zum Beispiel Äste oder alte Bretter, denen ich einfach mit Farbe Leben einhauche. Thank you.